Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute immer wieder mit dem Android-Account. Ja, in der letzten Zeit spiele ich ja viel mit dem Android-Account. Das hat damit zu tun, dass ich euch einfach zeigen will, wie man hier von Grund auf hier ja bei Castle Crush so rangeht und was man zu beachten hat. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen gleich mal an und öffnen hier ein paar Gratiskisten. Denn ich bin ja immer noch auf der Suche nach ein paar epischen Karten, wie zum Beispiel den Schwarzen Ritter, der einfach so verdammt mächtig ist und ohne dem hat man eigentlich nicht sehr viel zu sagen, dass man hier dann höher raufkommt, denn das ist eine Karte, die man einfach haben muss zu Beginn schon. Aber ja, ich habe zum Beispiel schon den Skelettkönig gezogen, der ist auch richtig geil und schafft da auch etwas Aushilfe. So, wir haben hier die Piratin gezogen und ich würde sagen, wir graden die gleich mal ab, denn die ist eine seltene Karte und wenn man die schnell hochpusht, dann ist die auch richtig mächtig, besonders wenn man sie hinter einer Dryade spielt oder einem anderen Tank, wie zum Beispiel den Zwerg, den wir hier gleich auch upgraden können, denn dann hält er um einiges mehr aus, plus 46 mehr Trefferpunkte hat er jetzt, 506 Trefferpunkte und das kann sich schon sehen lassen. Ich würde sagen, wir starten gleich mal in den Kampf. Wir sind jetzt momentan ja auf 632 Pokale. Auf Burg 3 braucht man ja 800 Pokale, das dauert noch etwas, oder braucht man weniger? Nein, ich glaube bei 800 ist es circa. Deswegen würde ich sagen, wir pushen jetzt mal rauf und schauen, dass wir irgendwie noch ein paar Kisten öffnen können in Burg 2, damit wir ja die Karten bekommen, die ich vorhin schon erwähnt habe. So, den Henker hauen wir jetzt gleich mal weg, damit wir was anderes nachziehen. So, Dryade haben wir haben einen Krieger und wir haben noch eine Dryade. Das heißt, wir können jetzt easy auf allen drei Lanes pushen. So, wir setzen hier auch noch eine Dryade. Das sollte gegen seine Dryade hier ja gewinnen. Die sollte gegen seine Dryade hier gewinnen. Da verstärken wir aber noch mit einer Piratin. So, ich muss sie schon wieder so viel ziehen. Keine Ahnung, wieso es dieses Mal nicht mehr geht mit dem Dippen hier. Okay, er geht wieder zum Dippen. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist, Leute. So, da spielt er gegen einen Orkkrieger. Da setze ich auch gleich noch einen Orkkrieger dagegen. Aber die Dryade und die Piratin sollten das normalerweise easy schaffen. So, unten, ja, der Orkkrieger ist zu stark für den meinen Krieger. Aber egal, wir sind schon an der Burg des Gegners angekommen und machen jetzt schon einiges an Schaden, okay? Okay, gut. Wir können bald den Skelettkönig spielen und dann sollte es für den Gegner eigentlich so gut wie gelaufen sein. So, da oben hauen wir eine Bombe runter. So. Zwerg setzen wir auch gleich auf der letzten Lane noch, damit wir auch die noch besetzen können. Und jetzt können wir endlich den Skelettkönig spielen. So, schafft sie den Mage hier ab. So, deswegen spielen wir hier gleich den Skelettkönig. Inferno habe ich hier auch. Das heißt, ich kann seinen Magier hier zerstören. Oh. Das war nicht so toll. Da habe ich eine Bombe. Bitte geht sich das noch aus. Ja, da. Okay. Da sind sie doch weg. Die Dryade und die Skelette. Schade. Komm, wir setzen hier noch eine Dryade. Okay, gut. Einen Orkkrieger noch davor setzen und ich glaube, das war's für den Gegner. Da kann er wirklich nicht mehr viel machen. Okay, einen Dämon zu setzen auf einer Lane, wo schon vier Skelette sind und dann noch ein Zwerg, ist nicht schlau, Leute. Denn der Dämon zerstört ja immer die schwächste Karte, also die mit den wenigsten Life Points auf der Lane. Und das war irgendwie klar, dass das da oben dann eines der vielen Skelette sein wird. So, wir bekommen hier ein Abzeichen. Wir können hoffentlich heute noch eine Siegeskiste öffnen. Das heißt, wir müssen hier noch, ja, dreimal spielen. Ich habe noch immer das Sonderangebot, was ich mir nicht holen werde. Denn, ich habe gesagt, dieser Android-Account ist ein reiner Free-to-Play-Account. Ich will schauen, wie weit man hier in diesem Spiel mit Free-to-Play kommt. Und wir haben eigentlich hier coole Karten im Angebot, aber schon wieder den Nahen. Auch im letzten Video hatte ich den Nahen im Shop, den will ich aber nicht kaufen. Ich will hier wirklich warten, bis ich den Schwarzen Ritter oder so habe. Und wir können uns eigentlich jetzt auf Level 4 hochpushen, Leute. Diese Karte noch upgraden und dann geht es sich genau aus, dass wir hier 5 Erfahrungspunkte bekommen und somit auf Level 4 aufsteigen. Unsere Burg wird dadurch stärker. Obwohl, die meisten Gegner kommen ja momentan nicht an meine Burg ran, deswegen, ja, ist das mehr oder weniger egal. So, 3632 Trefferpunkte hat sie. Ich bin mehr gewohnt, Leute, aber egal. So, wir graden gleich nochmal die Pfeile ab, bekommen nochmal 6 Erfahrungspunkte. Wir machen jetzt schon 267, ja, Magieschaden und dann gleich nochmal, bekommen noch 10 Erfahrungspunkte. So, jetzt machen wir schon 293 Magieschaden. Was können wir dann eigentlich mit per One-Hit killen? Geht sich ein Krieger aus? Nö, ein Krieger geht sich nicht aus. Eine Dryade geht sich hier nicht aus. Aber ich glaube, ein Krieger auf Level 3 bzw. fast Level 4 sollte sich ausgehen, dass wir den zerstören können. Piratin muss, ja, okay, 293. Okay, das war jetzt gut, Leute. Geht sich genau, ja, das... Ich kann also eine Piratin genau jetzt killen
wenn sie auf Level 3 ist mit den Pfeilen. Und das ist schon sehr wichtig, denn es haben sehr, sehr viele Gegner schon eine Piratin auf Level 3. Aber wir starten jetzt gleich mal in den nächsten Kampf hinein und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. So, wir haben den Krieger. Natürlich wäre mir am liebsten immer eine Dryade hier auf der Hand, auf der Starthand. Und wir grüßen mal den Gegner und sagen Hallo. Er ist im Clan, der Gegner ist im Clan Hashtag Stelly Army. Also ich glaube, das ist von Zockerecke der Clan. So. Obwohl, es kann natürlich auch ein Fake-Clan sein, denn es sind auch sehr, sehr viele Danny Online-Fake-Clans hier im Umlauf bei Castle Crush. Also Leute, immer aufpassen, wenn ihr denkt, ihr seid im richtigen Danny Online-Clan. Es gibt nur zwei Clans, wo ich wirklich dabei sei. Wo ich wirklich dabei bin. Also immer da schauen. In meinen Videos zeige ich ja oft genug meine Clans. Und ja, apropos Clan, da hat es gestern in meinem Android-Clan, hat es hier, ja, hat sich hier etwas Blödes zu, ja, ereignet. Und zwar hat einer, der ist, ja, ein Mitglied, der schon ältester war, hat hier sein Amt ausgenutzt und gleich mal alle, ja, rausgeschmissen. Die er gemeint hat, er muss jetzt alle einfach kicken, weil er cool ist oder so. Das ist mir schon mal im Android-Clan passiert und heute im Clan von Clash Royale passiert. Und ja, gestern ist es auch hier passiert, bei Castle Crush. Und das fand ich eigentlich richtig nicht cool. Und ja, aber das Problem ist schon beseitigt. Ich habe den Störefried natürlich gleich mal aus dem Clan gekickt. Der kann also hier nichts mehr machen. Ja, in Zukunft müssen wir etwas vorsichtiger sein, wenn es darum geht, wen wir hier den ältesten Rang oder sogar Co-Chef geben. Aber ich hoffe, das wird nicht mehr vorkommen, Leute. Also sorry an alle, die gestern gekickt wurden. Das war nicht ich. Das war leider ein kleiner Störenfried, der hier gedacht hat, er muss einen auf cool machen und hier jeden gleich mal kicken. Aber wie gesagt, er ist hier beseitigt. So, Gegner hat einen schwarzen Ritter, finde ich gar nicht cool. Da spielen wir aber gleich mal den Skelettkönig dagegen. Ich will natürlich einen makellosen Sieg schaffen und das haben wir auch geschafft. Gegner hat gesagt, gut gemacht, ich sage dadurch danke und das war's schon. Plus 34 Pokale bekommen wir hier. So, zwei Siege brauchen wir noch. Dann steigen wir endlich, dann steigen wir nicht auf. Dann bekommen wir eine Siegeskiste, die wir öffnen können. Und ich hoffe, da ist eine epische Karte drinnen, die ich noch nicht habe. Der Dämon wäre natürlich von Vorteil und auch der Schwarze Ritter wäre natürlich mega, mega, mega nice. So, keine Verbindung zum Gegner möglich. Schade, deswegen probieren wir es gleich nochmal aus. So, wir spielen gegen Team Marker aus Deutschland. Wir sagen mal Hallo. Ich finde ja, man spielt momentan gegen sehr, sehr viele Leute aus Deutschland. So, lieber Team Marker. So, er freut sich natürlich. Vielleicht kennt er mich ja. Vielleicht schaut er ja meine Videos. Falls ja, Timaka, Grüße gehen raus an dich. So, eine Dryade hier gleich gegen... Oh. Ich glaube, ich muss hier mal mit einem Inferno dagegen, dass seine Piratin hier weg ist. Wow, da hat er noch eine Dryade. Komm schon. Oje. Das sieht gar nicht gut aus für mich momentan. Das sieht gar nicht gut aus. So, was mache ich hier am besten? So, ich glaube, ich setze hier eine Piratin. Wow, der Gegner fährt hier ein ordentlich. Komm, die Dryade muss wenigstens weg. So, die Dryade nervt nämlich so enorm immer. So, ich setze hier am besten gleich mal einen Henker dagegen. Lieber Timaka, du bist richtig, richtig, richtig gut. So. Da setzen wir den dagegen und oben setzen wir... Eieieiei. Oder soll ich oben jetzt einen Mage setzen, sonst bekommen wir die gar nicht mehr weg. Okay, jetzt ist es schwierig. Oh, wir haben die Pfeile, Leute, wir haben die Pfeile. Ja, die Pfeile habe ich jetzt wirklich dringend nötig gehabt. So, lieber Krieger, mach hier irgendwas. Ich setze dann auch einen Mage dagegen hier. Komm, Mage. Ha, ich kann schon wieder nichts ziehen. Das ist so verwirrend, also ich muss ziehen. Denn ich bin es gewohnt, dass ich hier unten auf die Karte drücke und dann oben einfach setze. Es funktioniert oft und oft funktioniert es auch nicht. So, wir haben zum Glück die Pfeile, das heißt, der Schwarze Ritter muss nur etwas geschwächt werden. Und dann sollte es sich mit den Pfeilen hier ausgehen, dass ich hier das meiste killen kann. So, Pfeile gehen raus und auch der Skelettkönig. So, die Dryade sollte deswegen, ja, die ist weg. Aber der Gegner hat halt den Mage und der Mage hat hier ordentlich Power. Der hat hier wirklich ordentlichst Power. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's mit mir. Da hat er gewonnen. Ich sag schon, gut gemacht, gutes Spiel. Sehr, sehr geil, die Marker. Das war gut, das war richtig, 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 richtig gut gemacht. Nochmal, ja, aber ich will natürlich die Siegeskiste heute öffnen, deswegen gebe ich nicht auf und starte gleich mal nochmal in den Kampf, denn ich hoffe wirklich, dass in der Siegeskiste eine neue epische Karte drinnen ist.
Die brauche ich einfach. Ihr habt schon gesehen, der schwarze Ritter, er ist einfach so unglaublich stark. Er ist viel zu stark am Anfang. Aber na gut, epische Karten sollten ja auch episch sein, deswegen ist das ganz in Ordnung. Nur blöd ist es halt, wenn man das Teil nicht hat. So, wir spielen gegen Muni02. Wir sagen auch zu ihm mal Hallo. Hey, komm schon, Hallo. Kommt auch aus Deutschland. So, dann noch mit dem Bogenschützen. Ich hoffe, er hat keine Bombe oder sonst was. So, auch noch den Zwerg hier setzen und... Wow! Das Inferno hat jetzt natürlich gesessen. So, aber die Dryade heilt sich mehr, als der Zwerg hier Schaden machen kann. Und das ist schon richtig, richtig nice. So, und dafür bräuchten wir jetzt den Mage, den wir natürlich hier gleich mal setzen. Wie viele Hits braucht der Mage bei... Oh, nur einen Hit. Gut zu wissen, Leute, gut zu wissen. Und da hat er den Ork... Ja, den... Krieger aus dem Spiel genommen. So, okay, Gegner, da kannst du schon setzen. Da hat er zweimal Bogenschützen verhaut. Zweimal Bogenschützen, das war nicht sehr schlau. So, oben gleich mal den Henker setzen. Oh, schafft die Dryade den Dämon? Yes, sie schafft ihn. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Und ich glaube, das war's auch schon. Wir sind jetzt an allen drei Lanes dran und er kann da hier nichts mit Pfeilen irgendwie killen. Wow, komm, da droppe ich eine Bombe. Geht nicht. Nein, schade. Okay, ja, Gegner. Das war gut von dir, aber trotzdem, ich glaube, ich habe hier gewonnen. Auf der obersten Lane ist dir nichts mehr zu machen. Gegner hat noch einen Lifepoint, aber jetzt haben wir schon gewonnen. Makelloser Sieg natürlich und wir brauchen jetzt einen Sieg noch, Leute. Und deswegen gleich mal in die Schlacht hinein. Ich hoffe, das hat jetzt gezählt, der Siegespunkt. Denn oft muss man ja bei Castle Crush wirklich warten, dass das auch zählt, was man macht. Und deswegen ist es immer so fragwürdig. So, wir spielen gegen Drache aus Deutschland. Ich sage auch wieder Hallo zu ihm. Wir freuen uns natürlich, gegen ihn zu spielen. So, ich habe eine volle Hand. Aber hau ich was weg? Nö, ich spiele am besten was. Ist was? Wieso? Och man, da sieht man wieder, dass die Android-Version oft nicht sehr schnell ist. Obwohl ich eine Karte gespielt habe, habe ich jetzt eine Dryade wegschmeißen müssen. Und das finde ich nicht cool. So, lieber Drache, spielst du nichts? Hallo? Bist du da? Hallo? Hallo? Wo bist du? Meld dich. Ach, come on, spiel doch was. Willst du dich runterfallen lassen oder was ist los? Oder ist dir irgendwann gestanden, Gegner hat das Match verlassen? Also ich könnte mich nicht daran erinnern. Ach, come on, Drache. So ein leicht... Oh, du hast doch was gespielt. Ha, yay, da freuen wir uns natürlich, dass er was gespielt hat. Aber jetzt hat sich... Denkt sich der Gegner sich, ich habe mich gefreut, weil ich gewonnen habe. Aber eigentlich habe ich mich gefreut, weil du was gespielt hast. Nein, ich mag es nicht, wenn man einfach so leicht gewinnen kann. Ich will die Challenge haben. Ich will die Challenge, hier meinen Sieg verdient zu haben. Aber na gut, Leute, wir eröffnen hier die Siegeskiste, bitte. Keine epische Karte. Was soll das? Aber dann gib mir wenigstens eine Dryade und das am besten so oft. Schon 32 mal die Pfeile. Verdammt ist das oft. Zweimal Inferno und einmal den Orkkrieger. Leider nur einmal. Öfter wäre mir lieber gewesen. Aber na gut, Leute. Ich habe schon wieder nicht den schwarzen Ritter gezogen oder einen Dämon, was wirklich, 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 wirklich ärgerlich ist. Oder, ja, schwarzer Ritter, Dämon, nah wäre natürlich auch cool. Irgendwas in epischen Karten. Ich habe momentan nur, bis jetzt, von den epischen Karten, die man freischalten kann, 1, 2 normal. Ja, ich habe nur 2 epische Karten momentan von den ganzen 1, 2, 4, 7 epischen Karten, die es hier gibt. Wirklich schade. Ich hoffe, in den nächsten Videos bekomme ich die. Aber gut, Leute, das war's mit dieser Ausgabe von Castle Crush auf Android. Ich hoffe, dir hat's gefallen. In nächster Zeit wird es einiges an Streams geben. Also, ja, würde mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Und falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, haut auf alle Fälle rein, Leute, und macht's gut. Ciao.